Ja, also ich hatte wie gesagt gestartet mit KNX beim Privathaus und hatte dann die ein oder anderen Probleme mit der Umsetzung dessen, was wir gerne haben wollten. Und bin ein bisschen auf die Recherche gegangen und habe dann Luxon festgestellt, dass es das gibt und mit diesen ganzen Möglichkeiten. Und habe dann mehr oder minder KNX rausgeschmissen und bin komplett dann auf Luxon umgestiegen. Und ja, und lief von Anfang an super, das System. Ich war jahrelang auf der Suche nach einer Automatisierungslösung, die man auch bei Endkunden verbauen kann, ohne schlechtes Gewissen. Ohne Rumgebastel oder irgendwelche Einschränkungen. Bin dann durch Facebook, glaube ich, auf euch gekommen, bin eine Woche später runtergefahren, wurde vom Günther ordentlich eingenordet und dann war klar, Geschäftsausrichtung wird Luxon, ausschließlich Luxon, ja. Ich bin zu Luxon in Baden-Württemberg bei Eschenbeuren gekommen, habe den Showroom gesehen, damals auf der Suche nach was Innovativem und so bin ich auf das System von Luxon aufmerksam geworden. Ja, wir haben 2012 als IT-Firma RWE Smart Home im Portfolio gehabt und sind durch Zufall auf Luxon Technik gestoßen, haben uns das angeschaut und waren so überzeugt von der Technologie, von der Software, die es damals schon gab, dass wir quasi per sofort geswitcht haben, RWE rausgeschmissen haben und sofort mit Luxon weitergearbeitet haben und das bis heute auch tun. Ich bin mit Luxon in Berührung gekommen, als ich für mein eigenes Haus die optimale Lösung gesucht habe für eine Hausautomation. Genau, während dem Studium Energie- und Automatisierungstechnik studiert und da ist halt auf Luxon aufmerksam geworden und war dann von Anfang an sofort begeistert und habe natürlich erstmal selber alles programmiert und probiert. Ja. Ich war damals auf der Suche nach einer Visualisierung für mein busgesteuertes Haus und habe mittlerweile den ganzen Bus rausgeworfen und alles komplett auf Luxon umgerüstet. Über einen befreundeten Unternehmer, der hat mich darauf aufmerksam gemacht und dann habe ich mir das System angeguckt und so bin ich darauf aufmerksam geworden. Ja, meine ersten Berührungspunkte waren familiär. Meine Verwandtschaft, der ist schon Partner und so kam ich dazu.